auch, es ist mir nix eingefallen. Ich hatte keine Idee. Grüß dich zurück in Skyrim. Wir haben uns da gestern versteckt, da unten sollte irgendwo ein Bär herumlaufen, wie du siehst. Genau. Wir locken ihn mal zu uns. Speichern. Wie langsam rührt sich was beim Level ab. Schau mal. Also irgendwie... Oh, gibt's noch immer Schreie, die nicht viel bringen. Muss ich gestehen. Viel Platz haben wir nicht mehr im Inventar, im Inventierten. Wo sind wir denn gerade? Ich habe gesagt, wir gehen bis zu der Markierung da auf. Ha? Da ist Windhelm. Ja, das ist natürlich geil, Karten ist aus, aber wie du siehst, kein Schwein, Festung Dämmerstern, okay. Gut, gehen wir mal weiter bis zu unserer Markierung. Wir können zwar nicht mehr viel mitnehmen, aber das sehe ich auch. Ah, da ist wieder so eine komische Dwemer-Geschichte, keine Ahnung. Ich hoffe, die Riesen lassen uns in Ruhe, aber für normal, wenn du einer nichts tust, dann seht ihr auch nichts. Hui! Unsere kleine Hütte am See haben wir ja auch mittlerweile schon, also es geht voran. Wen gehört's ihr? Oh je. Greifen mich nicht an, seit wann ist das? Hä? Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Aha, okay. Da können wir nichts machen, auch gut. Weiter geht's in Richtung Markierung. Warum die Musik? Ah ja. Deswegen. Ich glaube, wir müssen da um diesen Felsen um mal dumm, dass wir da weiterkommen. Speller, sonst beißt der Bluter. So. Aber ich glaube, wenn wir da fertig sind, werden wir mal ein paar Quests machen. Und ich weiß auch schon welche. Da ist was, da ist was.
Ah, schau, da steht aber. Na, da haben wir jetzt teilt, das hat nur so ausgeschaut. Zeichen. Unbehagen. Wir haben drei Drachenseelen. Die Stimme, deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Ich habe ja drei. Also aktivieren. Ja. Der Turm erfüllt deine Arme mit der Geschwindigkeit des Windes. Oh. Probieren wir es einmal. Warte, ich speichere einmal. Weil ich glaube, wir werden sicher in wenigen Augenblicken angegriffen. Halt! Nach dem Kodex von Malakat gehört diese Festung den Orks. Fremde sind hier unerwünscht. Ich bin nur ein Reisender. Was ist das für ein Ort? Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakat es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr seid kein Ork und kein Blutsverwandter, also bleibt draußen. Wir helfen nur unser Eins. Wo ist Malakat? Oder wer ist Malakat? Er ist der dädrische Fürst der Orks. Der Bewahrer des gegebenen Schwurs und des blutigen Fluchs. Wir leben nach seinem Kodex und folgen seinen Lehren. Fremde wie ihr verstehen das nicht. Wie kann ich euch überzeugen, mich reinzulassen? Wir haben Gerüchte über ein verzaubertes Paar Panzerhandschuhe gehört. Versteckt und beschützt von gefährlichen Menschen, Tieren oder noch Schlimmerem. Sie werden Finger des Meisterschmieds genannt. Bringt sie unserem Häuptling und er wird entscheiden, ob ihr würdig seid, Blutsverwandter der Orks zu sein. Ich werde sie finden. Wir werden sehen. Karte aktualisiert. Tja. Zluft. Zulft, so heißt es. Ah, ich glaub da. Schrein von Azura. Wir müssen ins Tagebuch. Da. Ah, da. Ja. Na bitte, haben wir schon wieder Quest aufgenommen. Und ich hab gerade geredet vorne, gell? Dass es sowas gibt. Ja, wir rechnen auch damit, dass gleich hinter der nächsten Böschung die nächste Mission auf uns wartet. Obwohl es geil wäre, bevor wir dort jetzt hin marschieren, nochmal kurz zurückreisen zu unserem Haus am See und einmal alles abladen, was wir haben und hin und her. Ja, siehst du, wir haben nur mal 3 Kilo. Und die will aber nichts wegschmeißen unbedingt. Warte mal, da oben ist sicher irgendwas, was wir entdecken können und hin und her reißen können auf die Schnelle. Schauen wir gleich mal. Oh! Wer seid ihr? Jäger. Ich jage und fische seit Jahren. Werft einen Blick darauf! Mal was Freundliches, ein freundliches Gesicht, aber der hat er nicht viel. B-
Bis dann. Sowieso. Sollte ich diesen Tag überleben? Bah, der Effekt schaut geil aus, wenn der Wind über den Berg kommt, so drüber fächert. Schaut's mal. Geil. Oh, Wölfe. Nicht schon wieder. Die drei Trotteln rutschen natürlich weg, gell? Na klar! Ist da in der Höhle? Oh, Gold! Ich wär narrisch. Ach du armer du armes Schwein. So, komm her da. Wenn ich nur so viele Händler finden würde für den ganzen Rubin- und Smaragd-Scheiß, den wir bis jetzt gefunden haben, wäre ich noch lustiger drauf. So, mal ab ins Inventar. 3 Kilo. Ach du. Also na, das ist nix, okay. Und wir dringen in Gebiete vor, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Außer ihr natürlich, aber ihnen nicht. Das ist mir nämlich auch kein Begriff da. Ah. Ich glaube mich erinnern zu können. Ist das nicht so, wie heißt der Typ? Wie heißt der Honk? Zonk Donk? Was bist du? Aha. Schrein von Boetia entdeckt. Cool. Und was kann der? Nix. Ja, wir müssen kurz zurück und den Scheiß ablegen. Na, wir leveln, dir sag es. Natürlich mittlerweile sehr optimistisch finde.
Wow. Da muss man doch einige Begriffe anschauen. Im Internet oder in einem alten Englischwörterbuch, weil alles weiß ich auch nimmer. Ja. Gibt's da irgendwo eine Kiste, die wir uns dabei aufhalten können? Schaut nicht danach aus, oder? Nö. Was ist da passiert? Ja, Spiel, ich weiß, dass ich überladen bin. Du Zaugaug. Mal schauen wir dahinter. Vielleicht ist ja da irgendwo ein Behörter oder sonst irgendein Schaß. Weil wenn, dann werden wir es müssen zwei, dreimal reisen. Aber am PC geht das ja schnell. Ha, da ist ein Sack, schau. Da können wir ein bisschen was. Nein. Hat doch nicht so, Mädel. Mach mich nicht narrisch. Zaubertränke. Essen. Sonstiges. Ja, ein Krampack da, der Schaß. Bücher. Ah, Questobjekte, okay. Na bitte. Gut. Wir werden trotzdem schnell mal zurückreisen. So. Karte. Schrein von Poetia. Und Luft. Jetzt habe ich uns den Ort nicht markiert. Also wurscht. Wo ist unser Haus? Da hinten irgendwo, gell? Da. Ja. Da haben wir wieder Baumaterialien rein, haben wir gesagt. Sonstiges. Arteriumsplitter, was kannst du mit deinem Scheiß machen? Ist mir ein Rätsel. Oh! Na, wo ist jetzt. Wo ist jetzt der Rubin? Da ist er. Sag, Questobjekt. Golderz. Geil. 6 Kilo. Ja. Ebenerz, 9 Stück, cool. Die Drachenknochen, da mal einer. Das könnte man alles verkaufen eigentlich, oder was hältst du davon? Warte mal.